Ich rede sehr oft von Worten als Wegweiser, beziehungsweise habe das schon mal im Video erwähnt. Und was ich damit meine, ist eigentlich, dass die Worte ein Produkt aus unserem Verstand sind. Das heißt, die Worte können nur eine begrenzte Wahrheit wiedergeben. Und die Worte sollen eigentlich nur eine Richtung weisen, die in anderen Menschen oder in demjenigen, der diese Worte empfängt, zu so einer inneren, tieferen Wahrheit führen. Das heißt, der Wortschatz ist begrenzt. Man kann also diese Wahrheit nur versuchen herüberzubringen und man kann sie mit einem Bewusstsein aussprechen, das dem noch etwas hinzufügt, diesen Worten sozusagen. Also man kann versuchen, nicht einfach ohne Emotion und Gestik und Mimik diese Worte auszusprechen, sondern diese Gestik, Mimik und auch dieses, was da unterschwellig noch mitschwingt, das, was nicht fassbar ist, was auch nicht sichtbar ist, dass man das alles zu einem Gesamtpaket vereinigt und die Worte sind in diesem Gesamtpaket sozusagen der Wegweiser, der auf diese spirituelle Wahrheit hinweist. Und es gibt Menschen, die kommen mit bestimmten Schriften oder die lesen sich Sachen durch oder hören irgendwelche Audiobücher oder schauen sich YouTube-Videos an und können damit nicht korrespondieren. Das heißt, die denken, was soll denn das sein? Also die sind auch wieder zu sehr im Verstand und versuchen, die Worte wieder auf einer Verstandesebene zu verstehen, anstatt zu versuchen, diese Worte sich den Worten und dem Gefühl, das da mitschwingt, zu öffnen, also sich dem zu öffnen und dann diese tiefere Wahrheit zu fühlen, die hinter dem Ganzen steckt. Und egal welche Worte, wie die Worte verpackt sind, die auf diese innere, tiefe Wahrheit hindeuten, es ist immer dieselbe Wahrheit. Und es gibt nur verschiedene Arten, diese Wahrheit rüberzubringen. Und der eine, der etwas Bestimmtes liest und die Wahrheit super annehmen kann von demjenigen. Ein anderer, der nach derselben Wahrheit sucht, kann dasselbe Buch lesen oder dasselbe Video schauen und er ist emotional total unberührt und denkt sich, was ist denn das für ein Scheißdreck? Also im Endeffekt ist nur wichtig zu erkennen, dass auch wenn man am Anfang denkt, was soll denn das? Also wenn man versucht mit dem Verstand irgendwelche Worte zu verstehen, dass man sich versucht trotzdem, auch wenn man denkt, das ist vielleicht nicht der richtige Autor für mich oder das ist nicht die richtige Person, nicht die richtige Quelle der Inspiration, sich trotzdem versuchen, diesen Worten zu öffnen und versuchen, zwischen den Worten die Wahrheit herauszuhören oder herauszufühlen, viel besser gesagt. Das ist ein guter Tipp, um das gesamte Spektrum einer Quelle zu erfassen und vielleicht auch dann mehr für sich selbst da rauszuholen. Das dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.